Abend zusammen. Weiter geht's mit War Tales. Und ich habe mal ein bisschen rumgeguckt. Das Einzige, was jetzt noch offen ist, hier, Gebiet verteidigt. Bei allen anderen Nestern steht Nest zerstört, Nest zerstört, Nest zerstört, Nest zerstört. Und hier oben wahrscheinlich auch Nest zerstört. Und da ist Gebiet verteidigt. Vielleicht geht's darüber dann in die neue Karte. Schauen wir auf jeden Fall mal. Ansonsten wüsste ich echt nicht, wo es da... Ah, guck mal, Banditen, ne? Ja, wo es da weitergehen soll. Ja, ich habe jetzt auch nicht nochmal neu geladen, sodass wir dann das alte Pferd noch wiederbekommen. Könnte ich mir zur Not neues kaufen. Aber die wollen unbedingt sterben. Tut mir ihnen gefallen. Na komm, fertig laden. 1, 2, 3. Ja, guck mal, die kommen alle aus der Richtung, ne? Das macht doch Spaß hier. Pass auf. Da ist Tritlin, sehr schön. Den hätte ich allerdings gern irgendwo hier unten. Oblin. Achso, das war Augenbogenschütze. Augenbogenschütze, Wiener Nor, Beatrix, Gunelade. Da unten die ganzen Bogenschützen und hier meine ganzen Nahkämpfer, ne? Und natürlich zwei Schweine hier noch mit runternehmen, dass die mit dem Bogenschützen harmonieren. So, guck mal, dann ist da ganz hinten Bombenleger dran, ne? Und Tritlin da ran? Nee. Aber da könnte er hin. Auf geht's! So, und ran an den Bogenschützen. Zorn. Ach, schade. Okay. Okay, okay. Ich dachte, ich könnte vielleicht noch... Aber lassen wir das. Er könnte auf jeden Fall hochlaufen und den auch noch... Nee, so weit kann er nicht. Hm. Ludlin. Speerwurf. Mal, pass auf. Ja, zu weit weg oder was? Noch mal ein bisschen dichter ran. Der ist down. Neben einem Verbündeten, ohne im Kampf zu sein. Guck mal, dann rennt sie hier rüber. Hm. So, und der kann... Zu Beginn der nächsten Runde. Geil. Alle zwei Hand-Coin-Träger kann ich komplett ignorieren. In einem Verbündeten ohne im Kampf zu sein. Ab nach oben her. Destabilisierender Schlag. Ja, komm. Was wir haben, haben wir. Einer weniger. Noch 1, 2, 3, 4 Bogenschützen, ne? Der ist gleich dran. Der da oben ist dran. Die können mir echt egal sein. Hier, auf den muss ich eigentlich ran. Neben einem Verbündeten, ohne im Kampf zu sein. Ja, schade auch. Machen wir hier oben weiter. Na komm, lass mich da an die Ecke. Hier riecht er. Ja, nein. Auch nicht, auch nicht. Oh. Na komm mal an. Hier an die Ecke. So, jetzt aber.
Ja, anvisieren, völlig egal. Wenn er denn hin? Da ist noch ein Bombenleger, aber den erreiche ich jetzt nicht, ne? Es sei denn, ich würde damit sprinten. Der ist gleich dran, ne? Kommt nicht ran. Kommt nicht ran, kommt nicht ran. Der war schon dran. Okay, schade auch. Auch Schleier. Der müsste hier runterlaufen, dazwischen, aber das schafft er nicht. Er schafft es auch nicht so ganz, aber hier. Ich kann den auf jeden Fall in Nahkampf verwickeln. Ach, eine Falle habe ich nicht gesehen gerade. Genau, in Nahkampf verwickelt. Ich glaube, Musik ist auch neu. So. Lauf mal rum. Bin ja eh auf dem Weg zurück in die Stadt. Ach, geil. Riposte. So, was habe ich denn da? Flammenpfeil, Speerfeuergedingens da auch. Und der kann so einen Durchschuss machen, ne? Du kannst eigentlich mal hier hochlaufen. Da anschießen. Ja, weiß nicht, ob sich das lohnt hier. Na ja, komm, mach einfach. So, könntest, ja, genau, guck mal. Kannst hier hinlaufen. Den rausschießen, dann schießt er gleich auch nochmal mit rein. Und weg sogar. Guck mal, dann machen wir hier mal Kreuzfeuer drauf. Oh ja, schön sammeln und Tritlin. So, dann könnte ich mit dem hier. Nehmen einen Verbündeten ohne im Kampf zu sein. Ich könnte ihn reinschubsen, ne? Wiederum. Schade. Das war natürlich doof. Ah, könnte sich den da unten holen, ne? Mal so. Fast kaputt. Kaputt. Obwohl ich ihn hätte ignorieren können, weil er halt so eine blöde Keule trägt, die irgendwie 2 Runden braucht, bis sie mal zu Pötte kommt. Schön. Bin gespannt auf die neue Axt, die ich ja schon schmieden kann. Werde ich in der Stadt machen, vorausgesetzt, ich kann das gleich.
Neben einem Gegner, ohne im Kampf zu sein. Jupp. Ja, nur er. Auch recht. Das wäre immer, wenn ein Gegner tötet. Messerwurf. Nach Benutzung einer Fertigkeit dem nächsten Gegner innerhalb von 4 Metern 9 Schaden, ja. Ah, cool. Und gleich noch ein Punkt dazu. Wer ist denn eigentlich als nächstes dran? Der da, okay. Ja, der kann mir ja relativ egal sein. Ja, lohnt sich auch nicht. So, Scherge ist am Zug. Und zwar er hier. Na? Ruckel, ruckel. Down. Nochmal down. Oh, herrlich. Tritlin ist einfach der Geilste. Da kannst du hier... Ach Mist, das war verbrennen, ne? Wer ist gleich dran? Er hier oben. Okay, dann muss ich den jetzt töten, ne? Oder rausschubsen. Auch gut. So, neu ausrichten. Plünderer, Harkard, warte mal, Fenanor. Ach, Mist, er muss weg. Okay, Sound ist zwischenzeitlich immer mal wieder so ein bisschen weg, habe ich das Gefühl. So, neben einem Verbündeten, ohne im Kampf zu sein. Hast du? Oh, K.O. hauen? Oh! Das können wir auch mal wieder machen, gute Idee. Neben einem Gegner. Check. So, Randa und den hier auch noch wieder ran. Sehr cool. So. Durchpreschen hier geht gerade nicht. Der ist gleich dran. Ja, warum eigentlich nicht? Komm. Ja, Schweini, Schweini. Einmal einen Kampf verwickeln. Und wieder zurück. Und wieder rein. Nee, das bringen wir zu Ende. Bom. Exactly 100. Und das war's? Nee, irgendwo ist hier noch einer.
Oder, ah, hier hinten, gucke. Öl der Stärke, 96, geil. Was haben wir denn da Schönes? Rüstung 25, 28. Ja, bisschen Kram, Puppen. Wird natürlich auch ein paar Kadaver wieder mitnehmen. 792. War ein paar zu viele, glaube ich. Sonst rasten wir hier einfach kurz mal. Und schau mal, dass er ist ohne Beruf. Achso, das ist ein Gefangener. Kannst mal hier dadurch nützlich machen. Ja, hier Gerbergestell, guck mal. Produktion. So, essen. Ich kann nämlich die Leichen essen jetzt. Ach nee, Quatsch, hier oben war auch noch, ne? Fleischtrockengestell. Nee, da ging's nicht. Da konnte ich aber Kadaver draufpacken. Genau, ach guck mal, Schnaps war ja auch noch. Nee, Weintrauben brauchte ich, glaube ich, für anderes Essen. Pack doch mal die Kirschen rein. So, kochen. Grilltes Schweinefleisch, gekochte Aal. Bohnen bräuchte ich, Hammelfleisch, Aal, Kohl, Weizen, okay. Gut, haben wir alles. Der kann weg. Der kann, guck mal, kann tatsächlich da geheilt werden. Okay. Zack, zack, zack. Dreimal das Ganze. Den Kadaver heben wir uns auf. So, und rasten. Dann haben wir auch gleich wieder mehr Gewicht. Tragkapazität. Beim Training hat Fener nur Punkte bekommen. Sehr schön. Und weiter am Text. So, mal gucken, vielleicht kann ich auch die Rattenplage hier als Kopfgeld annehmen. So, rein zum Schmied erstmal. Yes. Durch Einsatz die Verwendung stellen. Ja, das kaufen wir nochmal. Gut, verlassen. Und zwar Amboss, Schmiede, Wiener nur. Genau, jetzt muss ich nämlich mal schauen. Bogenschütze. Dolch des Redelsführers. Guck mal, er hat nämlich nichts in der Nebenhand. Belade, Lauhal. Toxische Klinge. Aber in der Nebenhand kein Wurfmesser, ne? Guck mal, er hatte nur die Brandflasche. Gott, Geselle. Ach, guck mal, schwere Rüstung. Wurfaxt, Wurfmesser. Erstmal will ich gucken, ob ich genug Kram habe für die Stahlaxt. Fehlt mir zweimal Kohle für. Kann ich doch bestimmt kaufen hier, ne? Sehr geil. Okay, Stahlachs und Schmieden und nicht verkacken beim Schmieden. Yes. Yes. Oh yes. Fortschritt bei euren Entdeckungen haben euch einen Wissenspunkt eingebracht. Eine Stahlachs. Ja, guck mal, Stärke 13. Lass das erstmal. Galinga war das, ne? Stärke 7. Und die ist jetzt auf 13. Das hat sich doch mal richtig gelohnt.
Ecke 13. So, den alten Kram weg hier. Fackeln haben wir auch noch ein paar. Ja, man sollte auf jeden Fall wieder neue Fackeln einpacken. Ich mache jetzt noch mal Wurfmesser. Ups, verkackt. Da auch. Hier auch. Na Mensch. Leicht und scharf, kritische. Okay, Nebenhand. Ah, Moment mal. Giro, nein. Der was nicht hakert hier. Messerwurf. Bleibende Verwendung. Ach, cool. Die benutzen sich dann auch auf, ne? Oder ab oder wie auch immer. Das ist natürlich cool. So, nochmal Wurfmesser. Wurfaxt, kritischer Schaden 5%, kritischer Schaden 3%. Und deswegen hatte ich damals die Äxte genommen. Aber die Äxte sind auf Stärke und die sind halt auf Geschicklichkeit. Sehr schön. Gut. Zack. H-Card, ne? Nee. Giron auch nicht. Penner nochmal. Der war das. Geht nur eins. Bleibende Verwendung 7. Okay. Teilen die sich wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, dann mache ich noch einmal Wurfmesser. Ach nein, nicht Klamotten. Ach, ich Idiot. Ja, toll gemacht. So, noch einmal Wurfmesser. Sehr schön. Jetzt haben wir 10 Stück. Das sollte erstmal reichen. So, das verkaufen wir, verlassen. Und was haben wir hier für ein neues Kompendium-Punkt? Herstellung, seine Fähigkeiten im Reparieren von Rüstung. Amboss. Eiserne Streitaxt, das ist aber eine Zweihänder, ne? Ja. Leichter Plattenpack. Kochkelle. Kellen können in einer Feldkirche für so gut wie alles verwendet werden. Von Messen bis zu Anrichten sind sie die perfekte Reisegefährte für jeden Koch. Hat die Chance, einen Teil bei dem Kochen verwendeten Ressourcen zurückzuholen. Ach was. Schwerer Ponyplattenpanzer. Schützt das Body von Kopf bis Schweif. Plattenrüstung des Deserteurs. 81. Aber ich würde sagen, ich glaube, ich mache erstmal die Kochkelle. Und da haben wir noch einen Wissenspunkt: Edo-iranische Wiederherstellung. Ah, okay. Ah, da muss ich zu dem anderen Schmied auch noch mal. Okay, wahrscheinlich. Cool. Gut, dann bauen wir so eine Kochkelle. So, Rüstung, Stangenwaffen, Stahlaxt, Rüstungsverstärkung, Stahlsax, Salzschaufel, Kochkelle. Brauchen wir viermal Kohle für. Hier mal. Rucksack Zubehör, Kochkelle und Schmieden. Yes. Ich habe gerade gesehen, ich habe 11 Seile, minus 1 jetzt hierfür. Na, schade. Kochkelle. Okay, cool. Muss ich dir auch jemanden zuweisen? Dafür Reiszahlen. Wer ist überhaupt mein Koch? Wer war Tüftler? Angler? Bergarbeiter? Hier, Galinga, Koch. Salzkosten für Getreide um 1%, für Gerichte um 1% verringert.
Wo habe ich denn jetzt die Kochkelle gelassen? Leier. Da ist sie. Ein Teil der Kochzutaten. Okay, nimmst du das mal anstelle vom Salzschäufelchen. Salz kann ich, habe ich eh schon genug gekauft, glaube ich. Cool. So, das haben wir. Ab zum Abgesandten überprüfen. Stromkarkal. Nee, den will ich nicht. Schade, das Rattennest können wir nicht als Mission hier nehmen. Okay. Bärenfleisch haben wir. Auf dem Markt würde ich nochmal ordentlich Proviant und Lebensmittel kaufen. Bohnen, Kohl und so weiter. Die Salzschaufel kommt da erstmal hoch. Apotheke. Kleiner Markt von St. Pierre. Alles mitnehmen, alles kaufen. So, verlassen. Was haben die da noch, die beiden? Seile, Sumpfsäge, Pilze, Bernstein. Aber so viel Tragkapazität habe ich gerade nicht mehr. Okay. Dann würde ich sagen, ja, ausgeruht sind wir noch relativ gut. Bewegen wir uns schon mal hier oben hoch. Rattenplage, Gebiet verteidigt. Das klingt dann für mich so, als wäre das der Auftakt in die neue Region. Hoffe ich jedenfalls. Das wäre richtig klasse. So, bisschen Ausdauer sparen und weiter sprinten. Schon fast da. Große Grollgrotte. Guck mal, da können wir auch noch mal reinschauen. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Edelstein und sowas hier. Guck mal, Eisenerz. Können wir da nämlich wieder rumknabbern. Da ist auch noch was. Okay, ich glaube, das war's. War das hier hoch? Ja, es sieht. Nee, da müssen wir rein, glaube ich. Und noch mal kurz den Kram hier einsammeln. Bisschen Eisen gefunden. Eisen ist immer gut. Lass mich! Hau ab! Ich hab keinen Bock zu kämpfen. So, wir speichern einmal zwischen. Ran ans Holz. Dann würde ich sagen, mal hier einen kleinen Break und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die mir jetzt hier irgendwie die Rüstung kaputt hauen. Und dann gibt es in der nächsten Folge die Rattenplage. Viel Spaß bei dir, bis gleich und ciao.